Der Thomas Meyer, der neben mir sitzt, auch genannt Vogelmeier, hat auch zugestimmt, dass wir das Ganze dann auch in der Mediathek lassen dürfen. Das heißt, man kann das auch nachschauen. Also wer jetzt nicht die Möglichkeit hat, live dabei zu sein, vormittag um 10 Uhr, kann sich das auch später noch anschauen. Genau, und damit gebe ich erst ab an die Thomas. Vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast und bin schon gespannt, was du uns jetzt zu erzählen hast. Wenn Fragen sind, genau, ich sage jetzt kleiner Bitte im Chat stein. Ich gebe das dann weiter an den Thomas und schauen wir, was wir alles beantworten können. Genau. Ja, dann auch von mir ein herzliches Willkommen hier zu unserem Kurs Das Hobby zum Beruf machen bei VHS daheim. Ein tolles neues Format, das sozusagen in der Krise geschaffen wurde, sich aber äußerster Beliebtheit erfreut. Tolle Vorträge von wirklich ambitionierten Dozenten, die dieses Ganze vom Live-Event, sage ich mal, hier zum Webinar, zum Online-Stream hier rüber transferiert haben. Das funktioniert auch wirklich sehr toll. Auch über YouTube und Facebook wird das ja teilweise gestreamt, heute nur über YouTube. Ich will auch alle, die dabei sind, nochmal ganz herzlich willkommen heißen. Es wäre auch schön, wenn es ein bisschen einen interaktiven Gruppenchat gibt, wenn Fragen auftauchen, die einfach kurz reinschreiben. Der Uli von der VHS Straubing wird es dann gleich an mich richten, weil den Chat habe ich jetzt tatsächlich nicht im Blick. Und was noch sehr interessant wäre, es wäre schön, wenn jemand vielleicht konkret ein Hobby hat, wo er sagt, ja, da habe ich eigentlich immer schon mal überlegt, das Hobby ein bisschen auszubauen und das vielleicht auch beruflich zu machen. Deswegen schaue ich mir das halt an, deswegen bin ich heute mit dabei, dass wir vielleicht auf dieses Hobby dann ganz individuell eingehen können. Ich habe zwar schon ein paar Beispiele mit in der Präsentation dabei, aber es wäre natürlich schön, wenn wir jetzt jemanden hier dabei haben, auf den sein Hobby wir dann gleich direkt eingehen können. Jetzt beginnen wir mal hier mit der Bildschirmpräsentation. Ich mache mal hier die Freigabe. Ich hoffe, das funktioniert soweit. Ich denke, ihr dürftet das jetzt sehen. Genau, also, jetzt geht es hier eben los. Also, das Hobby zum Beruf machen ist der Name des heutigen Vortrags hier. Und es geht eben darum, vom Traum zur Realität zu kommen, weil das kennt wahrscheinlich jeder. Jeder hat ein tolles Hobby, das einem furchtbar viel Spaß macht. Und der sagt dann oft, ja, jetzt wollen wir es wirklich anpacken, jetzt machen wir einen Beruf draus, jetzt wollen wir das ganz professionell machen, wir wollen damit vielleicht auch Geld verdienen. Und hier gibt es heute mal einen Gesamtüberblick für Freiberufler und Unternehmer, die dieses Ziel anstreben. Erstmal noch einmal, wie gesagt, herzlich willkommen und auch zu meiner Person. Mein Name ist Thomas Meyer. Ich bin unter dem Künstlernamen Vogelmeier seit vielen Jahren hier in Bayern präsent. Als bayerischer Mundartkünstler, Kabarettist, Liedermacher und Autor. Und ich mache eigentlich meine ganzen Kabarettprogramme, auch meinen Bayerischkurs, den ich bei der VHS schon gehalten habe, immer im bayerischen Dialekt, in der bayerischen Mundart. Werde aber heute versuchen, den Kurs, dieses Seminar eben hier heute mal in Hochdeutsch zu präsentieren, weil man ja nicht weiß, wer alles zuschaut, beziehungsweise wer alles noch das im Nachhinein dann sichten will. Ja, ich bin 38 Jahre alt, komme aus dem schönen Straubing, habe 2002 Abitur gemacht, im Anschluss Zivildienst und dann eine Ausbildung zum großen Außenhandelskaufmann. Seit 2015 bin ich freiberuflicher Künstler, also seit 2015 lebe ich von meinem Hobby. Ich bin aber noch nebenberuflich im Landratsamt tätig, um mich dort etwas zu erholen mit 9 Stunden in der Woche. Den Tätigkeitsbereich im Gebiet der Kleinkunst übe ich seit über 15 Jahren mittlerweile aus und bin sozusagen also jemand, der direkt vom Fach ist, der es tatsächlich geschafft hat, sein Hobby zu einem tragenden Beruf zu machen. Ich möchte vielleicht auch noch anfangs hier gleich dazu sagen, ich bin jetzt hier kein Fachmann, ich bin auch kein Unternehmensberater, nur einfach habe ich
gesehen, dass ich oftmals gefragt werde von Künstlerkollegen oder auch von Leuten aus ganz anderen Branchen, wie hast du das gemacht, wie machst du denn das vielleicht steuerlich, was hast du überhaupt für eine Unternehmensform, wie machst du das, wie machst du die ganzen Sachen, und habe da schon lange mit dem Gedanken geliebäugelt, hier mal einfach hier einen kleinen Kurs, einen VHS-Kurs auch zu machen, wo ich meine Erfahrungen ein bisschen schildere und hier alles mal in einen Gesamtüberblick zusammenfasse. Und das ist jetzt hier eine wunderbare Gelegenheit und der Kurs findet sozusagen auch heute das erste Mal statt und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Dann würde ich sagen, legen wir los. Zum Ablauf des Kurses, ich habe das in mehrere Punkte unterteilt. Als ersten Punkt, was ist ein Hobby und was ist ein Beruf? Diese beiden Dinge mal wirklich von der Definition her zu unterscheiden. Dann eben der Übergang vom Hobby zum Beruf. Wie kann das Hobby zu einem Beruf werden? Was ist dabei zu beachten? Der dritte Punkt, was ist in meinem individuellen Fall zu beachten? Also das kommt natürlich sehr darauf an, was will ich machen? Ist es eine sportliche Aktivität? Ist es eine Entertainment- oder Dienstleistungsaktivität? Und da werden wir dann später genauer darauf eingehen, was man dann hier eben beachten muss. Als vierten Punkt, den wir uns genauer anschauen werden, ist die Bewertung des Marktes, auf den ich mit meinem Hobby vordringen will. Fünfter Punkt, rechtliche Fragen zur Unternehmensgründung. Denn ich kann ja nicht einfach sagen, jetzt fange ich da mal an, sondern ich muss eigentlich schon mir im Vorhinein überlegen, in welcher Größenordnung will ich das alles abziehen und wie muss ich mich auch aufstellen, damit es auch von der rechtlichen Seite hier Hand und Fuß hat, damit das auch alles passt. Der Punkt 6 ist dann der Aufbau des beruflichen Tätigkeitsfeldes. Also wie baue ich das wirklich dann in der Realität auf, nachdem ich die vorherigen Fragen geklärt habe. Die Entwicklungsmöglichkeiten und Absicherungen sind unser siebter Punkt. Und dann eben als letzten Punkt die Beurteilung der eigenen Work-Life-Balance, wenn die ganze Sache mal ins Laufen gekommen ist. Wie geht es, wie läuft das alles ab? Also im Grunde genommen ist das heute ein Leitfaden für die ersten Schritte oder auch für die Optimierung Ihres Hobbys. Vielleicht ziehen auch Leute zu, die sagen, okay, ich habe mit dieser Sache schon begonnen, ich mache das jetzt schon seit 1, 2, 3 oder 5 Jahren, dass ich mein Hobby mehr oder weniger zum Beruf gemacht habe und vielleicht kann ich selber noch die einen oder anderen Dinge heute für mich lernen. Und selbst mir ist es in der Erstellung dieses Vortrags so gegangen, dass obwohl ich das schon 15 Jahre lang mache und gemeint habe, dass ich da sehr professionell unterwegs bin, dass ich wirklich noch Dinge gesehen habe, wo ich gesagt habe, hoppla, lieber Pohlmeier, lieber Thomas, ich muss da nochmal nachbessern. Das gibt es tatsächlich zu beachten und da kann man wirklich nochmal optimieren und wirklich nochmal viel rausholen. Ja, legen wir los. Punkt 1, was ist ein Hobby, was ist ein Beruf? Ein Überblick. Das Hobby ist in erster Linie eine Sache, die ich mache, die einen Mehrwert für mich selber bietet. Das heißt, ich gehe am Abend zum Fußball spielen. Das bringt vielleicht natürlich noch dem Fußball Kameraden was, die mit mir spielen, aber in erster Linie bringt es einen Mehrwert für mich. Oder ich setze mich hin und nähe auf Nacht an einem Dirndl, das ich selber am Volksfest dann anziehen kann. Dann für eine Näherin jetzt als Beispiel, dann hat es in erster Linie dieses Hobby einen Mehrwert für mich. Und der Beruf hat in erster Linie einen Mehrwert für Dritte. Man geht in die Arbeit, leistet dort seinen Dienst ab und das ist ja eigentlich ein Mehrwert für Dritte und das wird eben durch finanzielle Mittel dann eben abgegolten. Das ist also sozusagen der Unterschied. Der Mehrwert ist nur beim Hobby für mich gegeben, im Beruf auch für Dritte. Nur wenn durch das Hobby der Mehrwert für Dritte besonders hoch ist, dann kann es auch ein Beruf werden, von dem man leben kann. Denn es ist ja so, dass das Hobby dann tatsächlich irgendwann, wenn man es zum Beruf macht, halt auch natürlich es mit sich bringen muss, dass man damit etwas Geld verdient. Der Mehrwert muss also so hoch sein, dass dafür Geld bezahlt wird. Und das ist einfach nicht so leicht. Und wie wir dorthin kommen, schauen wir uns jetzt auch genauer an. Wir sehen also rechts oben viele Fragen. Die Frage stellt sich, wie kann ich durch mein Hobby einen Mehrwert für Dritte schaffen und wie kann ich diesen auch dann enorm erhöhen? Es stellen sich auch weitere Fragen. Wie machen das andere, die vielleicht schon erfolgreich sind in diesem Bereich? Das muss ich mir mal anschauen einfach. Oder kann ich auch beispielsweise schon als Profi anfangen? Es ist heutzutage sehr, sehr wichtig. Wenn ich keine Konkurrenz habe, dann kann ich da schon irgendwie anfangen. Aber
die meisten Fälle wird man sehr, sehr viel Konkurrenz haben in dem Bereich, wo man vordringen will. Und deswegen muss man sehr professionell auftreten. Und es darf halt nicht auf den ersten Blick ersichtlich sein, dass man da erst letzte Woche damit angefangen hat, sondern man muss mehr oder weniger den Eindruck erwecken. Hier muss man einfach suggerieren, dass man das schon seit Jahren macht. Es muss eine professionelle Webseite da sein. Man muss professionell auftreten. Wenn man eine Rechnung schreibt, das muss alles professionell ausschauen. Dann kann man auch eher Kunden akquirieren, Kunden gewinnen, Kunden halten. Und dann spricht sich das einfach auch umeinander. Das gehört einfach mit dazu. Eine weitere Frage ist, welche Schritte sind notwendig und wie komme ich überhaupt ans Ziel? Hier ist ein kleiner Tipp, man sollte sich das natürlich aufschreiben, da kommen wir auch noch später dazu, so einen Geschäftsplan, einen Businessplan auch für sich selber zu erstellen. Und wenn die Schritte, die man gehen will, um sein Hobby weiter und weiter auszubauen, einfach zu groß sind, dann muss man die Schritte einfach unterteilen und diese in kleineren Schritten abarbeiten. Und die wichtigste Frage, die sich stellt, wenn man das Hobby zum Beruf macht, und die muss man sich wirklich ganz ehrlich beantworten, die kann man auch nicht von heute auf morgen beantworten, da muss man längere Zeit in sich gehen, will ich das wirklich? Denn wenn man das Hobby zum Beruf macht, dann hat man kein Hobby mehr. Das muss man schon so sehen und das werden wir auch in den nächsten Seiten sehen, was für Risiken und Nachteile sich auch daraus ergeben, bei all den schönen Vorteilen, die man dem abgewinnen kann. Und da muss man sich wirklich in sich gehen und die Frage stellen, will ich das wirklich, ist das etwas für mich? Also wir sehen schon rechts oben viele Fragen und die Antworten zu diesen Fragen führen dann oft zu neuen Fragen, die man sich auch beantworten muss. Der ganze Vortrag ist heute auch zu einem gewissen Teil hier mit Fragen, die aufgeworfen sind oder aufgeworfen werden, entsprechend aufgebaut. Und ich würde mal sagen, wenn ich heute sage, ich möchte mein Hobby zum Beruf machen, dann sind es circa zwischen 100 und 300 ernsthafte Fragen, für die er Entscheidung treffen muss, gehe ich diesen Weg oder gehe ich diesen Weg oder wie beschreite ich den Weg genau. Und das ist halt sehr schwierig, weil einfach zum sagen, ich fange jetzt da mal an, wird wenig bringen, weil man, wenn man es wirklich zum Beruf machen möchte, hier schon einen gewissen geradlinigen Weg gehen muss und gewisse Dinge beachten muss. Aber deswegen schauen wir uns das jetzt an und in den nächsten Minuten erfahren wir, wie das weitergeht. Also, der Übergang vom Hobby zum Beruf. Wir wählen hier drei Beispiele, um die Herangehensweise zu veranschaulichen. Wie gesagt, hier nochmal der Aufruf, wenn jemand im Chat ist, der ein Hobby ausübt, gerne reinschreiben, dann können wir auf dieses Hobby auch speziell eingehen. Ich wähle hier mal drei Beispiele, die Näherin, die privat am Abend ein bisschen für sich näht, aber dann sagt, hey, ich nähe so schöne Sachen und alle gefällt so gut, ich möchte es vielleicht auch verkaufen können. Dann der Handballspieler, der im regionalen Bereich Handball spielt, aber so gut ist und dann abgeworben wird für eine größere Mannschaft, der dann sagt, okay, ich kann ja wirklich hiervon leben. Wie läuft es in so einem Fall ab? Also bei einem Sportler und dann auch noch der Alleinunterhalter, der sozusagen als Musikant im Dienstleistungssektor unterwegs ist. Es ist immer die gleiche Situation. Man übt den Beruf aus, um Geld zu verdienen. Und man übt das Hobby aus, um die Freizeit nach eigenen Vorlieben zu gestalten. Unweigerlich tritt irgendwann der Gedanke auf, wie schön wäre es doch, wenn ich nie wieder in die Arbeit gehen muss, also den Beruf ausüben muss und nur noch meinem Hobby nachgehen kann. Plötzlich erscheint der Gedanke als umsetzbares Vorhaben, doch der Weg dorthin ist eben nicht leicht. Also kein leichter Weg. Was braucht man dazu? Man braucht ein hohes Maß an ständiger Selbstmotivation. Das heißt, man kann nicht jeden Tag mal ausschlafen und in den Tag hineinleben, sondern man braucht schon einen Plan und muss ja sehr, sehr strebsam an die Sache herangehen. Man braucht ein unnachgiebiges Durchhaltevermögen. Das bedeutet, man kann nicht nur einmal die ersten drei Wochen sehr ambitioniert bei der Sache sein und dann das einfach dahinschleifen lassen, weil dann wird die Sache auch nichts werden. Und man muss von äußeren Faktoren unbeirrbar sein und das Vertrauen in das eigene Projekt haben und auch für sich bewahren, auch wenn es entsprechend mal Rückschläge gibt. Sehr wichtig ist natürlich ein gewisses Maß an Talent, an Begabung und an Kompetenz. Also die Kompetenz ist eben auch eine unabdingbare Voraussetzung, um aus dem Hobby einen Beruf machen zu können. Wenn ich halt Handballspieler werden möchte, habe aber überhaupt kein Talent, dann wird das halt eben entsprechend nicht hinhauen. Und wenn ich Alleinunterhalter werden will, kann aber nicht gescheit Keyboard spielen oder Gitarre oder Akkordeon und kann überhaupt nicht singen, dann wird es halt natürlich in dem Bereich auch schwierig,
Das Hobby kann ich natürlich gerne für mich selber ausüben, aber dass ich natürlich hier gebucht werde von Dritten, die dafür Geld bezahlen und ich somit mein Hobby zum Beruf machen kann, das ist dann natürlich sehr schwer gegeben. Also nochmal die Frage, wenn ich das Hobby machen will, bin ich das, kann ich das und will ich das wirklich, sehe ich mich wirklich in diesem Bereich und sehe ich mich auch in diesen Punkten, die man oben nochmal sieht, was man braucht, die Selbstmotivation, das Durchhaltevermögen und das Vertrauen ins eigene Projekt. Das Ziel ist eben, das Hobby wird der Beruf. Nach einer geplanten Zeit soll das Hobby den Beruf ersetzen und man arbeitet nur noch im Bereich des Hobbys und nur noch den geringeren Anteil oder gar nicht mehr im anderen Beruf. Hier mal gehe ich mal kurz auf meine Situation ein. Ich habe das tatsächlich so gemacht. Ich habe damals ich mache seit 15 Jahren Kleinkunst mit bayerischer Mundart, bayerisches Kabarett, trete hier auf und habe das 10 Jahre lang nebenbei gemacht, neben der Arbeit. Dann habe ich auf 20 Stunden reduziert meine Arbeitszeit, habe das dann Vollzeit wirklich begonnen mit über 100 Auftritten im Jahr. Mittlerweile sind es fast 200 Auftritte und habe immer weiter reduziert und mittlerweile bin ich nur noch 9 Stunden in der Woche eben in meiner nebenberuflichen, abhängigen Beschäftigung angestellt. Kann man sagen, also ich arbeite im Landratsamt knapp 10 Stunden, den Rest von der Zeit investiere ich hier in mein Hobby, das ich zum Hauptberuf gemacht habe. Und es ist aber nie verkehrt, vielleicht den Fuß noch in der Türe zu haben. Wie man ja momentan sieht, haben wir da in der Krise und es geht sehr wenig. Und da ist natürlich jetzt sehr gut, dass man hier noch etwas anderes hat, wo man auch noch ein bisschen Geld erwirtschaften kann. Ja. Es ist, wie gesagt, sinnvoll, hier stufenweise das umzulagern, weniger Stunden zu arbeiten, dafür das Hobby mehr auszubauen und das immer weiter hier voranzutreiben. Man muss natürlich auch der entsprechende Arbeitgeber mitspielen. Das Hobby kann natürlich auch immer nur neben der Arbeit bei professioneller Ausübung ein Zusatzeinkommen darstellen. Das hängt oft vom Hobby oder der Branche ab. Also wenn ich professioneller Handballspieler bin in Hamburg bei einem professionellen Verein, dann werde ich wahrscheinlich kaum in der Heimat noch einen Beruf nebenbei ausüben können. Wenn ich aber vielleicht nur eine Näherin bin, die auf kleineren Ausstellungen oder einen kleinen Online-Handel hat, hier, dann kann ich natürlich schon sagen, ich arbeite vielleicht noch 30 oder 20 Stunden in einem anderen Beruf und mache das halt so nebenbei und das macht halt ungefähr so 50-50 aus vom Hobby und vom eigentlichen Beruf. Wie gesagt, das hängt stark von der Branche ab, wie stark man so ein Hobby auch ausbauen kann. Die Vorteile, die sich ergeben, wenn man das Hobby zum Beruf macht, wir sprechen jetzt wieder mal von dem Fall, dass ich tatsächlich komplett von meinem Hobby lebe, die sind dann hier, wenn sie das realisieren, ihr eigener Chef und bestimmen auch die Richtung, in der sich alles entwickelt. Es macht Spaß, da es ja ihr Hobby ist und auch Überstunden machen ihnen dann überhaupt nichts aus. Die Lebensqualität und die Zufriedenheit steigen, das muss man tatsächlich sagen. Es gibt ja viele Leute, die in den Beruf gehen, die ja schon von innerer Kündigung betroffen sind, aber trotzdem hingehen, weil sie da das Geld verdienen. Wenn man das Hobby zum Beruf macht, ist das in der Regel nicht der Fall, weil es ja wirklich das ist, für das man mit ganzem Herzen eintritt und mit voller Sache dabei ist. Der Spaß am individuellen Projekt kann auch eventuelle finanzielle Einbußen ausgleichen. Das heißt, wenn ich im Job vielleicht 300 Euro mehr verdienen als in meinem Hobby, wenn ich das ausübe, kann man sagen, okay, das akzeptiere ich, dafür macht mir das auch Spaß, was ich die ganze Woche lang mache. Sie wirken auch irgendwo glaubwürdig und authentisch, weil sie halt von ihrer Idee überzeugt sind und das begünstigt auch den Erfolg, wenn man da an sich glaubt und man sieht, wenn ich Dinge selber anpacke und die dann funktionieren, dann führt es zu einer Entwicklung, dass man sagt, okay, wenn ich das jetzt geschafft habe, weil ich es wirklich wollte, kann ich vielleicht auch andere Dinge schaffen. Das sind halt Erkenntnisse, die man für sich selber gewinnen kann. Und wenn man das irgendwo liest, dann liest sich das schön und gut in irgendeinem Ratgeber. Wenn man es aber wirklich selber erlebt hat, ist es eine ganz andere Sache und motiviert einen dann tatsächlich dazu, zu neuen Ufern, zu neuen Horizonten zu streben. Ein weiterer Vorteil, sie sind stolz darauf, ihr eigenes Ding durchgezogen zu haben und den eigenen Weg beschritten zu haben. Und das ist auch etwas, was gesellschaftlich sehr anerkannt wird. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Die Leute sagen wirklich, toll, du machst ja dein eigenes Ding. Du hast wirklich daran geglaubt, hast lang daran gearbeitet, wo andere noch nicht daran geglaubt haben. Und jetzt ist es tatsächlich so weit gekommen, dass du davon leben kannst. Tolle Sache. Ich habe einmal gehört, dass von 200 Leuten, die ihr Hobby zum Beruf machen, es tatsächlich nur
einer schafft. Das hängt natürlich aber, wie gesagt, sehr stark von der Branche ab und man muss auch sagen, okay, mache ich das nur nebenbei als schönes Nebeneinkommen oder möchte ich wirklich komplett davon leben? Wo es Vorteile gibt, verehrte Zuhörer, verehrte Teilnehmer hier am Seminar, am Vortrag, gibt es natürlich auch Nachteile. Der Spaß kann enden, wenn Sie statt einer Stunde 10 Stunden arbeiten. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wenn ich von der Arbeit nach Hause komme und für mich das Nähen eines Dirndls oder die sportliche Aktivität eben oder auch das Musizieren im Keller für mich selber einfach beim Alleinunterhalter jetzt in diesem Fall eine Erholung darstellt, ist das eine tolle Sache. Wenn ich das aber 10 Stunden lang machen muss, hier an mein Hobby ranzuarbeiten, dann kann der Spaß schnell enden. Und glauben Sie mir es gerne, wenn Sie dann Projekte abschließen müssen, aufgrund von Termindruck und so weiter, ist ein 10-Stunden-Tag nicht unbedingt selten, besonders am Anfang nicht. Sie tragen die komplette Verantwortung, wenn etwas schief geht. Da kann man auch nicht sagen, der war's oder der war's. Und in der Arbeit ist es halt so, wenn die Heizung ausfällt und der Heizkörper nicht mehr geht, dann kümmert sich der Chef darum. Wenn mein Bürostuhl auseinanderbricht, kümmert sich der Chef darum. Wenn mir das daheim passiert, weil ich selbstständig bin, muss ich mich selber darum kümmern. Und das ist auch meine Zeit, die ich selber bezahlen muss, sozusagen. Es kann sein, dass Aspekte des ehemaligen Hobbys hier vortreten, die einer plötzlich überhaupt keine Freude mehr machen. Wenn Sie als Alleinunterhalter musizieren, und müssen dann aber, weil sie irgendwo gespielt haben und es war ein schöner Abend, müssen aber der Rechnung auch über so lange nachlaufen, dann kann das ein Aspekt sein, der plötzlich gar nicht mehr lustig ist, aber sie müssen sich darum kümmern, dass man im Vorfeld vielleicht auch gar nicht gesehen hat oder sie nehmen ein Dirndl auf Bestellung, auf Maß und dann gefällt dir das nicht und dann muss man umeinander streiten. Das sind natürlich Sachen, die muss man im Vorhinein schon auch mit einkalkulieren. Unattraktive Tätigkeiten wie Buchhaltung oder PC-Arbeit können auch noch belasten, dass man sagt, ja verdammt, jetzt muss ich in der Woche 15 Stunden lang in den Bildschirm reinschauen, wie es beispielsweise bei Gastronomen ist. Der Gastronom muss ca. 15 Stunden in der Woche aufbringen, um die ganzen Auflagen, die er vom Staat mittlerweile hat, zu erfüllen, vom Putzplan bis hin zur Buchhaltung. Und das sehen halt auch viele, die sagen, hey, mache ich mal eine Kneipe, das war immer schon mein Traum. Und auch so ist es bei eigentlich jeder Tätigkeit, dass man im Hintergrund sehr, sehr viele Arbeiten erledigen muss, auf die man vielleicht gar nicht so Lust hat und das im Vorfeld vielleicht auch gar nicht so sieht. Es besteht nun der Druck, mit dem Hobby auch Geld zu verdienen. Das ist natürlich auch so eine Sache. Man muss Geld verdienen. Und als Selbstständiger, das muss ich gleich schon sagen, wenn ich als Arbeitnehmer 2.000 Euro verdiene im Monat, ist es eine schöne, gute Sache. Wenn ich als Selbstständiger 2.000 Euro im Monat mir übrig bleiben und ich muss mir nur selber versichern, ich muss das unternehmerische Risiko abdecken, dann bin ich relativ schnell an einem Punkt, wo ich wahrscheinlich nicht mehr unterrunden kommen will, auch wenn sie das noch sehr viel anhört. Das ist immer das Typische, der Handwerker kommt, verlangt 75 Euro in der Stunde und Leute sagen, um Gottes Willen, was verlangt denn der so viel? Aber dass der halt natürlich auch Ausgaben hat und das wird oft nicht so gesehen und dass bei dem seiner Kalkulation unterm Strich auch nicht mehr rauskommt als bei einem normalen Arbeitnehmer, beziehungsweise halt, wenn der 60 Stunden arbeitet, halt ein bisschen mehr rauskommt, aber der halt auch mehr arbeitet, das wird halt oft von den Arbeitnehmern nicht gesehen. Rückschläge müssen verkraftet werden, damit muss man umgehen können und das kann natürlich auch die Freude trüben. Wer viel Zeit investiert, also nochmal zu den 60 Stunden, die ich eben genannt habe, 60, 70 Stunden, 80 Stunden sind am Anfang überhaupt kein Thema, das muss man bereit sein, mal leisten zu können. Wenn man das aber tut, möchte man sich angemessen vergüten. Und jetzt ist natürlich immer abzuwägen, wenn man einmal 1.000 Euro on top überbleiben, zu dem, was ich eigentlich für mich schon zum Leben auserziehe, investiere ich das dann eher in Anschaffungen oder auch tatsächlich in Werbung, die auch sehr wichtig ist, je nach Branche natürlich wieder. Der Handballspieler muss wahrscheinlich nicht in seine eigene Werbung investieren, aber die Näherin und der Alleinunterhalter eben schon. Zuvor war das Hobby eben ein Ausgleich für den Berufsalltag und konnte von unerfreulichen Ereignissen und Erlebnissen ablenken. Wenn Sie Ihr Hobby aber zum Beruf machen, dann fehlt dieser Ausgleich zur Arbeit. Das heißt, Sie brauchen eigentlich ein neues Hobby, das Ihnen diesen gleichen Ausgleich wiedergibt. Es gibt auch gewisse Risiken neben den Vor- und Nachteilen. Wie gesagt, das Hobby kann plötzlich überhaupt keinen Spaß mehr machen. Der Wunsch, den ich mir vorgestellt habe, wie läuft das dann mal ab und auch die Wirklichkeit,
wie das dann in der Realität aussieht, decken sich überhaupt nicht. Das kann natürlich schon passieren, auch wieder branchenabhängig. Der neue Beruf trägt nicht die Lebenshaltungskosten. Da ich mir ausrechne, ich verdiene da 4.000 Euro im Monat, verdiene aber plötzlich gerade 1.500, dann schaut es natürlich auch schlecht aus. Dann muss ich auch überlegen, wie kann ich denn wieder auf einen grünen Zweig kommen? Wie komme ich hier wieder in den grünen Bereich? Urlaub und freie Tage können nicht mehr möglich sein. Das ist am Anfang, wenn man das Hobby zum Beruf macht, kann das passieren, dass man vielleicht gerade nur 2 Wochen, 3 Wochen Urlaub hat und immer die 5 oder 6 des Arbeitnehmers. Und freie Tage, wie jetzt zum Beispiel ein Samstag oder Sonntag, auch mal mit Arbeit gefüllt werden können. Es ist natürlich kein Dauerzustand, aber man muss schon bereit sein, mal die ersten Jahre hier entsprechend die Zeit zu investieren. Genau, es gibt immer Gastronomen, die sagen, ich habe keinen Ruhetag, aber wenn ich als Gastronom keinen Ruhetag machen kann, weil es mir dann umgeht, dann muss ich mir halt nach ein paar Jahren auch was anderes überlegen, weil wenn ich mir das nicht leisten kann, dass ich mit 6 Tagen auch um da unten komme, sondern 7 Tage auffahren muss, damit es sich rechnet, dann tut man sich auf Dauer keinen Gefallen. Ein weiteres Risiko ist, dass eben auch durch zu wenig erwirtschaftetes Geld entsprechend nicht ausreichend Rücklagen gebildet werden können. Und die Rentenansprüche können unter Umständen nicht in ausreichender Höhe generiert werden, wo es dann später mal ein Problem wird. Das kann man schon mal ein paar Jahre lang so machen. Aber auf die Dauer gesehen muss man schon sehen, wie viel Rente zahle ich denn tatsächlich ein und wie hoch sind meine Ansprüche dann mal im Alter. Es kann nicht sein, dass ich in jungen Jahren meinem Hobby fröne und sage, alles ist wunderbar und ich komme gerade so drunten, aber dann lande ich in der Altersarmut später mal und sieht man hinten und vorne nicht mehr aus. Das ist natürlich auch nicht die Art und Weise, wie wir hier vorgehen wollen. Die Tätigkeit, ein weiteres Risiko ist, dass die Tätigkeit nicht mehr von Privatem getrennt werden kann. Sie arbeiten 24 Stunden, also selbst und ständig. Dass man natürlich einmal, wenn man heutzutage ist man immer erreichbar mit dem Handy, die Kunden haben teilweise die WhatsApp-Nummer, die schreiben dir am Sonntag auf Nacht, dass man damit drauf reagiert, das ist nicht der Weltuntergang. Schlimm wird es halt dann, wenn man um 2 in der Nacht aufwacht und plötzlich ein Problem eine Stunde lang umeinander wälzt und dann nur runtergeht und ein Computer einschaltet und irgendwie ohne Arbeit, dann wird es natürlich gefährlich. Und wenn man dann gar nicht mehr abschalten kann, das ist sehr schwierig, das zu trennen. Auch bei einem Homeoffice, bei einem Büro des Selbstständigen im eigenen Wohnbereich ist es schwierig, das immer abzutrennen. Man geht dann doch wieder eine am Wochenende, einer sieht man da noch Arbeit, dann gelangt man wieder hier. Das ist auch ein Risiko, das man nicht außer Acht lassen darf. Dritter Punkt, was ist in meinem individuellen Fall zu beachten? Also bin ich überhaupt geeignet? Bin ich gut genug in der Sache, die ich zum Beruf machen will? Bin ich der Typ, das ist sehr wichtig, bin ich der Typ, der ohne Chef im Nacken permanent Leistung einbringen kann? Oder brauche ich einen, der immer wieder kommt und sagt, jetzt häng die eine oder sitze ich dann daheim, arbeite eine Viertelstunde und dann schaue ich 2 Stunden fürs Fenster aus und spüre ein bisschen am Handy umeinander. Man muss schon der Typ sein, der selber sagt, das sind meine Ziele, das schaffe ich heute, das mache ich heute. Man muss praktisch sein eigener Chef sein und sich selber ein bisschen Gas geben, damit man auch entsprechend da effektiv ist und effizient ist. Auch die Frage, kann man von meinem Hobby leben? Ich kann jetzt nicht sagen, ich kündige meinen Job, weil jetzt mache ich mein Hobby, wenn man von dem vielleicht gar nicht leben kann, was gar nicht genügend abwirft. Kann ich das dauerhaft als Beruf betreiben? Das heißt, wenn ich halt Model werden möchte, muss mir auch klar sein, dass ich vielleicht mit 40 oder als Profisportler, dass ich irgendwann auch mit 35 als Profisportler vielleicht nicht mehr gefragt bin und mir natürlich dann auch überlegen muss, was mache ich denn später mal? Oder kann man das wirklich das ganze Leben machen? Selbst ich in meinem Beruf des Musikkabarets, weiß man nie, wo es kommt. Man sieht es jetzt an der Krise. Kein Mensch darf mehr auftreten. Ich weiß auch nicht, ob ich, wenn ich bin jetzt 38, wenn ich 58 bin, ob ich da noch gefragt bin. Das kann natürlich keiner beantworten, aber man braucht da schon Pläne oder Perspektiven, dass man sagt, was mache ich denn vielleicht dann? Dann ist die Frage, ist mein Hobby standortabhängig? Das heißt, wenn ich bei Hamburg Handball spiele, habe ich natürlich das Problem, dass ich in Hamburg leben muss, wenn ich 3-4 Mal in der Woche Training habe und dann auch noch Spiele habe. Wenn ich natürlich eine Näherin bin, die Sachen überwiegend online verkauft, dann kann ich natürlich vom Standort her wohnen, wo ich will. Auch die Frage, welche Investitionen sind zu tätigen, das muss man sich im Vorfeld natürlich auch genau mal zurechtlegen. Das werde ich aber auch noch einmal dann genauer drauf eingehen. Wichtig ist noch, gibt es im Betätigungsfeld Konkurrenten? Kann man sich natürlich was abschauen von der Konkurrenz, das ist immer eine gute Sache.
Und wie gesagt, ich sollte von Anfang an als Profi auftreten. Und wie ist das eben umsetzbar? Ja. Bewertung des Marktes ist der vierte Punkt. Wie stellt sich der Markt im Allgemeinen dar, indem ich mit meiner Unternehmung vordringen will? Hier noch ein weiteres Beispiel eben, also wie gesagt, die Näherin, der Sportler, der Handballspieler oder auch zum Beispiel, was man noch nehmen könnte, wäre jetzt hier auch der Hausmeisterservice, der sagt, okay, ich mache einen Hausmeisterservice, aber gibt es vielleicht bei mir schon 25 Hausmeisterservice, die alle ihre Kunden haben, ist natürlich schwierig, hier in den Markt vorzudringen. Und hier auch nochmal, wenn wir kurz zurückgehen, welche Investitionen sind tätig und die Konkurrenten im Betätigungsfeld, wenn ich halt Alleinunterhalter bin, brauche ich eine Musikanlage, ich brauche einen Flyer. Wenn ich ganz anders, ich kann aber meinen Privat-PKW nutzen. Ganz anders ist es aber, wenn ich halt einen Hausmeisterservice mache, brauche ich ein eigenes Fahrzeug, ich brauche einen Rasenmäher, ich brauche eine Bohrmaschine, ich brauche eine Schaufel, um einmal die grundlegenden Besen, um die grundlegenden Dinge mal anzubieten. Also es ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich, welches Hobby, welche Sache ich zum Beruf machen will, welches Unternehmen, das ich an den Start bringen will, welche Voraussetzungen, das man da braucht. Also, wie stellt sich der Markt im Allgemeinen dar? Man muss erst einmal seine Zielgruppe anschauen. Wer ist denn meine Zielgruppe? Wenn ich Dirndl nehme, dann hat natürlich, keine Ahnung, Kleinkinder, Rentner und Männer für mich schon mal keine Zielgruppe. Und auch dann eher, sage ich mal, der süddeutsche Raum. Frauen aus dem süddeutschen Raum eher meine Zielgruppe. Dann ist die Frage, wie erreiche ich diese Leute? Wie komme ich da hin? Wie wissen die überhaupt, dass es mich gibt? Aber wenn sie nicht wissen, dass es mich gibt, dann können sie von mir auch nichts kaufen oder mich auch nicht buchen, wenn ich Alleinunterhalter bin. Die Leute müssen wissen, dass es mich gibt. Da ist Mundpropaganda sehr wichtig, aber auch eben Werbung im richtigen Bereich. Man muss eine Marktanalyse durchführen. Man muss mal die Marktgröße überhaupt einzuschätzen lernen. Man muss das Marktwachstum sehen. Wird der Markt immer größer oder schrumpft der Markt? Wie ist die Marktdynamik? Geht es einmal auf und geht es einmal ab oder ist es eher ein konstanter Markt? Das muss man auch für sich selber erstmal bewerten. Dann das Marktpotenzial sehen. Wie groß kann denn der Markt überhaupt noch werden oder hat er eigentlich seine absolute Größe denn schon erreicht? Die Wettbewerbsanalyse ist auch noch ganz wichtig. Man muss die Mitbewerber am Markt sehen. Sind die etwa so exorbitant weit voran, dass ich da sowieso mit meinen kleinen Mitteln überhaupt nicht nachkomme? Oder wie schaut es aus, wie viele neue Mitbewerber gibt es? Also das heißt, wenn ich mich am Markt etabliert habe, wie schnell können mir denn andere Mitbewerber hier den Rang ablaufen oder das vielleicht unterbieten oder besser machen, was ich kann? Markteintrittsbarrieren, komme ich da überhaupt eine oder ist das diese Branche ein eingeschworener Kreis von einer Fremdwirtschaft, wo ich gar nicht dazustoßen kann? Da muss man auch die Macht der Kunden sehen, wenn die Kunden, wenn ich halt Dirndl nähe mit Einhörnern und plötzlich haben Einhörner nicht mehr angesagt und die Kunden wollen das nicht mehr. Da bleibe ich auf dem ganzen Zeug sitzen. Niemand will es mehr haben. Ich muss ja die Lieferanten sehen. Woher beziehe ich das? Jetzt, wenn ich aus China bestellt habe, habe ich natürlich in den letzten 6 Wochen ein bisschen ein Problem gehabt, weil die Sachen aus China vielleicht gar nicht mehr gekommen sind. Solche Dinge muss man natürlich auch ein bisschen abschätzen. Die Macht der Kunden und Lieferanten, können die Kunden den Preis drücken, können die Lieferanten den Preis erhöhen und es wird für mich plötzlich nicht mehr so wirtschaftlich wie zuvor. Eine Gefahr durch Ersatzprodukte, also durch Dinge, die ich mache und plötzlich ich bin der Alleinunterhalter und spüre, aber plötzlich vermietet einer eine Jukebox mit einem kleinen Roboter um drauf, der lustig ausschaut und Lieder singt und der genauso auf dem Keyboard dahin trällert, die Fischerin vom Bodensee. Nur mal als Beispiel, sowas kann passieren, man muss das einfach auch sehen und immer im Fokus behalten, was gibt es, wie entwickelt sich der Markt. Im Vorfeld ist das natürlich nicht so wichtig, aber auch die Bewertung des Marktes muss auch während der aktiven Zeit, in der man sein Hobby als Beruf ausübt, immer beachtet werden. Ja. Dann die Marktanalyse. Betreiben Sie Marktforschung, sprechen Sie mit Gründungsberatern oder Branchenkennern. Das ist ganz wichtig. Das Netzwerken, mit Leuten sprechen, sich austauschen, ist sehr, sehr wichtig. Idealerweise mit Menschen, die in dem Betätigungsfeld auch sehr erfolgreich sind. Besuchen Sie Messen oder Gründerveranstaltungen. Seien Sie auch kritisch und prüfen Sie die aktuelle Situation des Marktes, nicht nur zur Gründung, sondern immer wieder auf etwaige Veränderungen und schnell vorausschauend, um hier schnell und vorausschauend reagieren zu können. Dann hier Fragen zur
rechtlichen Situation bei der Unternehmensgründung. Welche Rechtsform wähle ich? Wie zahle ich Steuern? Welche Versicherungen brauche ich? Und wie kann ich Förderungen beantragen? Diese vier Punkte werden wir uns jetzt anschauen. Die erste Frage, die Rechtsform. Ich kann Einzelunternehmer werden. Ich kann eine GbR gründen, eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Ich kann eingetragener Kaufmann sein. Ich kann eine OHG gründen, eine offene Handelsgesellschaft, eine Kommanditgesellschaft, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, also eine GmbH oder eine haftungsbeschränkte Unternehmergesellschaft, und ich kann auch Freiberufler werden. Hier muss man sich natürlich das anschauen im Detail. Was will ich im in meinem speziellen individuellen Fall, jetzt ist es gegangen, eben machen, und wie wähle ich dann die Rechtsform? Ich bin zum Beispiel Freiberufler in meinem Bereich. Das werde ich aber später noch genauer erläutern. Die Steuerpflicht. Grundsätzlich ist jeder, der Geld verdient, hier in der Bundesrepublik Deutschland auch steuerpflichtig. Firmen und Unternehmen sind allgemein steuerpflichtig. Für Kleinunternehmer gibt es eine schöne Regelung, die ist vielleicht ganz wichtig für jemanden, der anfängt. Es gibt für Gewerbetreibende und für Kleinunternehmer, auch für Freiberufler. Also der Freiberufler hat eben kein Gewerbe. Er meldet es einfach beim Finanzamt an, während der Gewerbetreibende sich eben bei der IHK hier sein Gewerbe anmelden muss. Bis 22.000 Euro Umsatz im Jahr ist das eine schöne Sache, da ist man nämlich Kleinunternehmer. Also für Gewerbetreibende und eben Freiberufler. Es gibt dann die Regelung, dass man hier einfach eine EÜR macht, eine Einnahmenüberschussrechnung. Das heißt, ich mache eine Excel-Tabelle, schreibe hier, links, das waren meine Einnahmen, rechts, das waren meine Ausgaben, und dann kommt unterm Strich eine Summe raus, minus 2.000 Euro, hurra, ich bekomme vom Finanzamt Geld zurück, plus 10.000 Euro, hurra, ich darf meine 10.000 Euro mit meinem eigenen angelegten Steuersatz hier versteuern. Und ich spare mir halt einfach hier einen Steuerberater, ich spare mir hier eine, ich gehe gleich darauf ein, welche Vorteile man hier hat. Wenn ich die Kleinunternehmerregelung bis 22.000 Euro wähle, vielleicht ist sie dem einen oder anderen noch bekannt als die 17.500-Regel. Es war bis 2019, waren das 17.500 Euro, jetzt sind es 22.000 Euro, wurde praktisch aufgestockt. Wenn man das hat, hat man viel weniger Bürokratieaufwand. Man schreibt einfach seine Rechnung. Man muss keine Mehrwertsteuer ausweisen. Brutto ist praktisch der Nettobetrag. Man macht am Jahresende seine Einnahmen-Ausgaben-Überschussrechnung und fertig aus. Kann man selber machen, überhaupt kein Problem. Es ist ein geringerer Aufwand eben bei der Buchhaltung. Die Nachteile, die sich daraus ergeben, die Vorsteuerbeträge können nicht geltend gemacht werden. Das heißt, Sie können sich die Steuer, Sie kaufen ein Rasenmäher, für 1.500 Euro, weil Sie einen Hausmeisterservice machen wollen oder eine Nähmaschine als Näherin, sind aber Kleinunternehmerin, Sie können sich die Steuer nicht in Echtzeit sofort abziehen. Das geht leider nicht. Und der maximale Firmenumsatz ist für den Kunden auch ersichtlich. Das heißt, wenn ich hier sehr professionell auftrete mit einer Webseite, bin aber Kleinunternehmer, dann sieht mein Kunde schon, aha, der Dienstleister ist praktisch Kleinunternehmer, der kann gar nicht mehr als 22.000 Euro verdienen. Und das zeigt natürlich auch ein gewisses Level der Professionalität oder ein gewisses Ausmaß, wie das Hobby ausgeübt wird. Beachten Sie die 50.000 Euro Regelung. Wenn man 50.000 Euro verdient in einem Jahr, statt diesen 22.000 Euro, wenn man 49.000 Euro verdient, dann was? Dann kann man nächstes Jahr auch wieder 17.500 Euro verdiene. Wenn ich aber über 50.000 Euro verdiene, bin ich umsatzsteuerpflichtig, dann gilt diese Kleinunternehmerregelung nicht mehr für das nächste Jahr, egal wie viel ich verdiene und wenn ich gerade 500 Euro Umsatz habe. Wir sprechen hier auch nicht von Gewinn, muss man sagen. 22.000 Euro sind nicht der Gewinn, es ist der Umsatz. Wenn ich 22.500 Euro einnehme und gebe 22.000 Euro aus, dann habe ich nicht 500 Euro, sondern dann bin ich einfach drüber über dieser Regelung. Genau. Ein separates Geschäftskonto wäre sehr gut, ist aber nicht in jedem Fall notwendig. Solche Konten sind meistens kostenpflichtig, sind natürlich wunderbar, weil man alles auf einen Blick hat, auch wenn das Finanzamt, das muss man gleich sagen, als Kleinunternehmer ist man immer auch im Fokus des Finanzamtes, weil die ganz genau schauen, ist das nur eine Liebhaberei? Also wenn ich immer Geld rausbekomme, weil ich immer Minus mache, sagen die gleich, das ist Liebhaberei und lehnen das dann einfach irgendwann ab.
Oder die Gewinnerzielungsabsicht ist dann irgendwann zu sehen von dem Hobby und dann geht es halt auch dahin. Aber das Finanzamt ist da schon immer dahinter, dass man das auch wirklich alles angibt. Auch ein Tipp von mir. Ich habe den Tipp auch von vielen am Anfang bekommen, von welchen, die da wirklich in der Sache mit drin waren, tief drin gesteckt sind. Auch befreundete Künstler, die haben gesagt, lieber Vogelmeier, mit dem Finanzamt musst du gut stehen. Die sehen alles. Sport da nicht irgendwo 100 Euro, sondern mach alles mit Hand und Fuß, dann kann da auch nichts passieren. Und ich sage immer so, wer viel Steuern zahlt, hat auch viel Geld verdient. Muss man ganz klar so sagen, da hat man nichts davon, weil das einfach nicht viel bringt. Genau, also Geschäftskonto ist gut, aber nicht in jedem Fall notwendig, zumindest am Anfang nicht. Man muss am Anfang auch wirklich schauen, wo kann ich denn eigentlich sparen, damit es umgeht. Man darf sich nicht zu Tode sparen, aber am Anfang, in den ersten Monaten und Jahren, muss man natürlich schon schauen, wo kann man denn vielleicht ein paar Euro sparen. Betriebliche Risiken muss man absichern durch Versicherungen. Hier gibt es einfach die Berufshaftpflicht, die Vermögensschadenhaftpflicht, Betriebsunterbrechungsversicherung, Geschäftsversicherung, Firmenrechtsschutz und Risikolebensversicherungen. Das muss man sich überlegen. Wenn ich halt daheim Dirndl nah, werde ich das wahrscheinlich nicht brauchen. Was man natürlich immer braucht, ist die private Krankenversicherung. Die muss natürlich auch hier mitlaufen. Ist eine Pflichtversicherung. Die Privathaftpflichtversicherung ist keine Pflichtversicherung, aber auch eben anzuraten. Man sollte auch schauen, dass man hier vom Hobby her mit abgedeckt ist. Die Berufsunfähigkeitsversicherung, Risikolebensversicherung, Rentenversicherung, Hausratsversicherung und Wohngebäudeversicherung. Man muss es halt auch wieder im speziellen Fall sehen, was brauche ich und wie muss das entsprechend ausgelegt sein, auf meinen Fall bezogen. Es gibt Förderungen, das ist sehr interessant. Viele wissen das nicht, viele fangen einfach an. Es gibt in erster Linie gleich mal eine kostenlose Beratungsförderung. Es gibt eine Nummer, die werde ich unten hier einblenden. Wir kommen anrufen, kann man sagen, wir können mir einen fördern lassen. Und allein schon ein Gespräch mit einem Spezialisten, das nichts kostet, kann schon mal viele Fragen hier klären im Vorfeld und dann ist man auch schon gut aufgestellt. Es gibt geförderte Kredite durch die KfW. Wenn ich einen Hausmeisterservice mache und ich brauche einen Bus, der lackiert ist mit meinem Logo, ich muss ein Logo erstellen lassen, ich brauche Webseiten, ich brauche ein Firmenhandy, das ganze Equipment, was ich vorhin genannt habe, für einen potenziellen Hausmeisterservice, dann brauche ich natürlich schon ein bisschen Geld und wenn ich das nicht in der Hinterhand habe, kann ich das auch entsprechend beantragen, brauche ich einen Businessplan dazu, kommen wir aber gleich dazu. Es gibt Gründungszuschüsse zum Beispiel, wenn ich Arbeitslosengeld 1 habe. Ich werde ausgestellt von meinem Arbeitgeber und sage, jetzt ist der Punkt in meinem Leben, jetzt greife ich so, jetzt mache ich mein Hobby zum Beruf. Gibt es hier 300 Euro im Monat, die man vielleicht auch mitnehmen sollte für die ersten 15 Monate, wenn man dann damit beginnt, weil es natürlich auch ein kleiner Tropfen auf den heißen Stein ist, aber zumindest etwas. Es gibt ein Einstiegsgeld bei Arbeitslosengeld 2, also wenn ich Hartz 4 habe, und ihr Einstiegsgeld erhalten, eine einmalige Zahlung, die ich nicht zurückzahlen muss. Es gibt weitere Förderungsmöglichkeiten. Mikro-Mezzaninfonds, Hightech-Gründungsfonds, Zuschuss für Wagniskapital oder ein Gründerstipendium beispielsweise. Hier gibt es sehr, sehr viele spezielle Förderungen. Und welche Möglichkeiten es hier gibt, muss man im individuellen Fall eben sehen. Hier ist die kostenfreie Fördermittelauskunft oder Initiative Deutschland startet eben hilfreich. Ich werde auch die Möglichkeit bieten, diese Präsentation per PDF euch zuzumailen. Am Schluss nenne ich euch die E-Mail-Adresse. Also man kann jetzt sich das abfotografieren mit dem Handy schnell vom Bildschirm oder man nimmt es entsprechend dann in Anspruch, dass man sich das schicken lässt. Aber diese Telefonnummer, diese Hotline von diesem Verein, von dieser Initiative ist wirklich sehr förderlich und sehr gut. Aufbau des beruflichen Tätigkeitsfeldes, jetzt kommen wir zu den 10 Punkten, die hier wichtig sind, wenn wir jetzt das wirklich konkret sagen, jetzt mache ich es, jetzt baue ich es auf, was ist zu beachten? Ich nehme einen Zettel, einen Stift in die Hand, lege mir das hin und schreibe mir das zusammen. Die Planungsphase, ich schreibe auf, wie mache ich das alles, wie will ich das alles gestalten? Mache ich es als Haupt- oder Nebenerwerb? Diese Entscheidung muss ich natürlich auch treffen. Macht mein Arbeitgeber damit? Wie kann ich das gestalten, auch mit der Familie, mit der eigenen Lebenssituation. Wie kann ich mich absichern für den Fall? Ich bin ja als Alleinunterhalter auftritt und fange da an und habe nach einer Woche Stimmbandentzündung. Ist natürlich schlecht, wenn ich als Handballspieler
ausrutschen, breche mir das Handgelenk, ist auch sehr schlecht. Man muss auch versuchen, sich irgendwo für den Fall der Fälle abzusichern. Wie geht es dann weiter? Der Außenauftritt muss passen. Man braucht eine gute Webseite. Die Webseite darf nicht ausschauen wie von 1995, sondern die Webseite muss ausschauen wie 2020, idealerweise wie 2021, wenn das die Möglichkeit irgendwie hergibt. Das muss, eine Webseite muss, die Leute nutzen das viel mobil auf dem Handy, das muss da auch funktionieren. Ja, man muss das alles absichern, man muss auf Facebook präsent sein, man muss sich überlegen, welche sozialen Medien nutze ich. Man muss als fünften Punkt die Unternehmensfinanzierung sich überlegen. Muss ich im Vorfeld investieren oder kann ich einfach so anfangen, weil ich eh schon alles habe, weil ich das Hobby schon so lange betreibe. Welche Genehmigungen brauche ich? Muss ich hier irgendwelche vom Landratsamt irgendwelche Genehmigungen einholen, damit ich das überhaupt ausüben darf, was ich mache? Muss ich ein Gewerbe anmelden oder muss ich kein Gewerbe anmelden? Das sind lauter Fragen, die sich eben stellen, die man sich aufschreiben und vergegenwärtigen muss, diese Fragen. Welche Unternehmensform gründe ich? Bin ich Freiberufler? Bin ich Gewerbetreibender? Mache ich GbR? Mache ich eine GmbH? Auch das, die Unternehmensform, ist für potenzielle Kunden auch wichtig, weil eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist nicht so vertrauenswürdig wie einer, der vielleicht mit einem Privatvermögen haftet. Das muss man halt auch sehen, wenn ich mit einem zusammenarbeite, der dafür bürgt, dass er mit seinem Privatvermögen haftet, der wird anders hinter der Sache sein und nicht sich einfach vielleicht aus der Affäre stehlen. Die Standortfrage ist, wie gesagt, sehr wichtig. Wo befinde ich mich? Bin ich in München? Habe ich ein riesen Einzugsgebiet oder wohne ich im hintersten Zipfel vom Bayerischen Wald? Tue mich schwer, an Leute heranzukommen. Oder mache ich alles nur online, dann ist die Standortfrage egal. Bei welchem Amt muss ich mich anmelden? Wo muss ich hingehen? Muss ich zur Gemeinde? Muss ich zum Landratsamt? Wo muss ich hin mit meinem Gedanken, mit meiner Unternehmung, mit meinem Hobby, das Beruf werden soll? Wie kann ich Kunden gewinnen als letzten und als sehr wichtigen Punkt? Wie komme ich an die Leute ran? Wenn mich keiner kennt, wie gesagt, kann ich nichts machen, weil mich keiner bucht. Wie gewinne ich Kunden? Wie mache ich das? Werbung ist wichtig. Wie der Henry Ford schon gesagt hat, man investiert 50% der Werbung umsonst. Also die Hälfte davor ist ausgeschmissenes Geld. Man weiß nur leider im Vorfeld eben nicht, welche Hälfte das ist. Ein paar Tipps. Planen Sie realistisch. Entwickeln Sie ein Geschäftsmodell. Schreiben Sie das wirklich auf. Machen Sie sich ein Word-Dokument oder einfach einen Zettel, je nachdem, wie es Ihnen lieber ist. Betrachten Sie das, überarbeiten Sie es. Erstellen Sie einen Businessplan. Erst einmal für sich selber. Wie läuft es ab? Wo will ich hin? Wo sind meine Ziele? Womit will ich den Gewinn erwirtschaften? Wo soll der Mehrwert für Dritte entstehen? Wie erhöhe ich den Mehrwert, dass dafür Geld bezahlt wird? Dass das Hobby wirklich zum Beruf werden kann. Also man kann das Hobby nur ausbauen und sagen, ich mache das Hobby jetzt einfach 5 Stunden, 10 Stunden in der Woche, weil es mir so viel Spaß macht. Aber wenn man es wirklich zum Beruf machen will, brauche ich einen ernsthaften Plan. Das muss schwarz auf weiß festgehalten werden. Auch für Dritte ist es wichtig, wenn ich zur KfW gehe und sage, ich brauche einen Förderungskredit. Momentan kriegt man ja nachgeschmissen in der jetzigen Corona-Situation. Aber im normalen Fall wollen die sehen, wie läuft es ab, ihr Business? Wie läuft ihr Hobby? Und wenn die da nicht den Mehrwert für Dritte sehen, und ich kann Ihnen gleich schon sagen, ein unabhängiger Dritter wird das ganz anders betrachten, als Sie das vielleicht betrachten. Und auch den Markt, den er vielleicht nicht kennt und den ganz abstrakt betrachtet, während Sie ein Branchenkenner sind, müssen Sie das eben dem darlegen. Wieso ist Ihr Potenzial gefragt? Wieso ist Ihre Unternehmung auf diesem Sektor erfolgreich? Warum sehen Sie das? Startkapital kalkulieren. Sie haben vielleicht auch eine Zeit ohne Einkommen. Wenn man 3 Monate ohne Einkommen überbrücken muss, man muss Miete zahlen, fixe Kosten, vielleicht für Geschäftsgebäude, vielleicht auch nur für den Privatbereich. Aber man hat Versicherungen, Lebenshaltungskosten. Wenn Sie hier 3 Monate lang kein Einkommen haben, muss das ja irgendwie finanziert werden. Netzwerke nutzen oder bilden. Schauen Sie noch, heutzutage einfacher denn je, auf Facebook gibt es verschiedene Netzwerke, gehen Sie dazu, beteiligen Sie sie aktiv, zeigen Sie auch der Konkurrenz, dass Sie da sind, bilden Sie eigene Netzwerke, reden Sie mit den Leuten, das ist ganz, ganz wichtig, um hier in die Materie einzutauchen, um vom interessierten Branchenkenner zum absoluten Profispezialisten zu werden. Steuerberater, schön und gut, kann man sich am Anfang sparen, wenn man ein Kleinunternehmer ist und eine Einnahmen-Ausgaben-Überschussrechnung macht, kann man sich entspannen. Die LOHI, die Lohnsteuerhilfe, bietet auch in der Radiowerbung, dass man für 150 Euro die Lohnsteuer machen kann. Das gilt aber nicht, wenn Sie hier
als Kleinunternehmer auftreten, dann kostet es gleich einmal ein Vielfaches. Wenn es irgendwie geht, holen Sie einen Tipps, recherchieren Sie selber ein bisschen im Internet, kaufen Sie ein Buch dazu, machen Sie das selber. Wenn Sie jetzt ja 500 Euro sparen in die ersten 4 Jahre, kann man einmal 500 Euro in eine gute Webseite investieren, einmal 500 Euro in einen guten Werbeflyer von einem Grafikdesigner machen lassen, dass es wirklich professionell ausschaut. Lassen Sie ein Logo machen, nicht irgendwie selber was zu machen. Professionalität ist wirklich alles in allen Bereichen. Und wenn ich mir 4x 500 Euro spare und die in was anderes investieren kann, ist es vielleicht besser, wenn das Unternehmen mal wächst und immer größer wird, ich vielleicht einmal einen Angestellten brauche, auf 450 Euro Basis oder keine Ahnung, dann brauche ich einen Steuerberater, das ist klar. Aber am Anfang wirklich vielleicht das einfach sparen und schauen, wo man halt wirklich das Geld vielleicht sinnvoll einsetzen kann. Soziale Medien nutzen. Welche sozialen Medien brauche ich? Spreche ich nur ältere Leute an? Brauche ich vielleicht Facebook, aber ich brauche kein, was weiß ich, was mittlerweile alles gibt, Snapchat, TikTok, das werde ich nicht brauchen, wenn ich halt Leute habe, die überwiegend über 55 Jahre alt sind, von meiner Zielgruppe her. Aber Facebook werden die wahrscheinlich schon nutzen. Die Leute nutzen auch WhatsApp. Wie komme ich an die ran? Muss ich vielleicht Zeitungswerbung machen? Das muss ich mir einfach überlegen. Selbstkritik ist gefragt. Seien Sie immer selbstkritisch. Natürlich braucht man Selbstbewusstsein. Man muss richtig an sich glauben, aber halt nicht zu sehr von sich selber überzeugt sein, sondern auch schon Selbstkritik, Kritik von außen aufnehmen, nicht beleidigt sein, sondern sagen, okay, ich nehme die Kritik an und wo ist vielleicht der wahre Kern? Was kann ich verbessern? Was kann ich optimieren? Und natürlich, wie gesagt, Selbstvertrauen ist sehr wichtig, wenn man es macht. Glauben Sie an sich selber, es wird immer mal aufwärts gehen. Man fängt ambitioniert an, dann wird man mit der Realität konfrontiert, dann geht es richtig bergab, dann sagt man, alles schlecht, so hat man es überhaupt nicht vorgestellt, ich wirf die Flinte ins Korn, da muss man aber durchhalten, da muss man sich selber motivieren, dann geht es wieder aufwärts, dann tragt sie sich und dann läuft es plötzlich wie am Schnürchen. Und das wird sie leider immer wieder auch wiederholen. Also es ist nicht so, dass es dann plötzlich läuft und läuft, sondern es wird Zeiten geben, da wo einfach dann einmal Flaute ist, wo irgendwelche unvorhersehbaren Faktoren auftreten und wo sie dann schlecht ausschaut. Hier noch eine Methode, eine sehr bekannte Methode, die SMART-Methode. Wenn ich sage, wie will ich da mein Hobby zum Beruf machen, ich möchte meine Ziele konkret formulieren. SMART ist eben die Abkürzung für eben das S spezifisch. Ich formuliere meine Ziele konkret und spezifisch so gut wie möglich, einfach auf dem Papier das hinschreiben. Ich formuliere meine Ziele auch messbar, also qualitative und quantitative Messgrößen bestimmen. Welche Qualität lege ich mindestens an den Tag? Welche Menge an Dirndl möchte ich zum Beispiel nehmen? Oder welche Menge an Auftritte möchte ich haben? Also Alleinunterhalter. Attraktivität. Planen Sie auch so, dass Sie Lust haben. Also planen Sie ja nicht gleich alles komplett durch, dass Ihnen die Lust schon nach 3 Wochen vergeht, sondern es muss jetzt schon irgendwo von der, gehen wir gleich drauf, Work-Life-Balance auch irgendwo passen. Planen Sie, wenn man das nicht attraktiv plant, kann man die Ziele auch nicht erreichen. Planen Sie realistisch die Machbarkeit der Aufgaben innerhalb der Zeit und mit den Mitteln eben erreichen können. Also es muss schon irgendwo auch die Ziele muss man natürlich weit nach vorne stecken, weil Ziele zu niedrig zu stecken und dann mit links zu packen, das ist nicht der Vorgehensweg der richtige, sondern man muss sich schon hohe Ziele stecken, wenn man es dann nicht ganz erreicht. Ist immer noch besser, als wenn das Ziel von Haus aus zu niedrig angesetzt war. Aber es muss schon in einem realistischen Rahmen sich befinden. Und das T für terminiert, Ziele zeitlich bindend planen, wann ist was zu erledigen, bis wann möchte ich gewisse Projekte abgeschafft haben. Und wenn man ein Projekt macht, glauben Sie mir, es gibt Leute, die machen ein neues Album im Musikbereich und brauchen dafür 3 oder 4 Jahre. Wenn es 95%, wenn es 99%, dann schließen Sie das Projekt ab und machen Sie das nächste. Weil in der Zeit, wo manche 5 Jahre ein Album ausbringen, ein Musikalbum, haben andere schon 20 produziert oder 10, jetzt im übertriebenen Fall haben wir gesagt. Also seien Sie auch mit 99% zufrieden. Auch wenn man schon 100%ig arbeiten muss, aber mit 99% muss man auch mal ein Projekt abschließen können. Noch eine schöne Folie, wie gesagt, wenn ich das zuschicke, ich habe mir das daheim sogar ausgedruckt, weil das ist für einen Unternehmer, für jemanden, der wirklich sagt, ich packe das jetzt an, ich bestimme das selber, ich mache mein Hobby, ich bin mein eigener Chef. Machen Sie die Punkte, diese 20, die hier aufgeführt sind. Gehen wir es durch von links nach rechts oben durch. Stimulieren Sie Ihr Gehirn, das ist wichtig. Umgeben Sie sich mit Klügeren.
Setzen Sie um, was Sie lernen. Hören Sie auf Ihr Herz und Ihr Bauchgefühl. Schreiben Sie ein Erfolgstagebuch. Also schreiben Sie es wirklich auf, um in schlechten Zeiten einmal die Erfolge wieder zu sehen. Dann geht es weiter. Wagen Sie etwas Neues. Finden Sie einen Mentor aus dieser Branche, der vielleicht schon länger in dem Bereich drin ist. Teilen Sie das Wissen mit anderen. Also reden Sie mit den Leuten. Geben Sie das Wissen gerne weiter. Das bringt Ihnen was. Das sage ich Ihnen gleich schon. Lesen Sie Blogs, bleiben Sie immer auf dem aktuellen Stand, bilden Sie einen da fort in dem Bereich. Priorisieren Sie die Aufgaben, nicht das Hinterste vom Vordern machen, sondern die wichtigen Dinge machen. Gehen Sie neue Wege, pflegen Sie eine To-Do-Liste, schreiben Sie alles auf, die es immer mit sich führen, mit Zettel und Stift oder auf dem Handy, aber schreiben Sie die Dinge auf, damit Sie nichts vergessen. Man kann sich 5 Sachen merken, aber nicht 25. Lesen Sie öfter die Karrierebibel. Ja, genau, die Karrierebibel, aus dieser habe ich teilweise Dinge rausgezogen. Die Quellenangabe kommt auch nochmal auf der letzten Seite. Den Punkt kann man jetzt mal außen vor lassen, aber diese beiden Quellen, die ich herangezogen habe, werde ich auch nochmal empfehlen. Hier kann man das alles auch nochmal vertiefen. Trauen Sie sich mehr zu. Bringen Sie alles zu Ende. Lesen Sie ein Buch pro Monat. Es kann nicht schaden, sich fortzubilden. Proletarisieren Sie Ihre Mitmenschen. Bilden Sie sich, sage ich aber im Kabarett. Meiden Sie toxische Menschen, also auf gut Bayerisch, wenn einer ein Depp ist, dann geben Sie einen Lob damit, weil das haut Ihnen nicht nach vorne, das bringt nichts. Bilden Sie sich weiter, online oder auch durch Bücher, durch Fachliteratur, durch Gespräche, durch Fachseminare. Lernen Sie Nein zu sagen, für sich selber, für zu anderen. Das mache ich jetzt nicht, das will ich nicht, das bringt mir nichts. Treiben Sie Sport, das ist auch wichtig, wenn Sie da den ganzen Tag arbeiten, am Büro, im Job, am Computer. Machen Sport, Bewegung ist wichtig. Üben Sie mehr Selbstreflexion. Schauen Sie einer das einmal wieder mal von außen an, die Sache. Wie läuft es? Ist es noch das, was ich wollte? Bin ich noch auf dem Weg, den ich beschreiten wollte? Seien Sie auch dankbar über kleine Erfolge. Ernähren Sie einen gesund. Es wird Ihnen was bringen. Das Hirn funktioniert besser, wenn man nicht 3 Backel Chips am Abend davor gegessen hat. Das ist tatsächlich so. Und auch für Ihr Unternehmen, jetzt geht es ja um Ihr Unternehmen und nicht um das Unternehmen vom Chef, pflegen Sie ein kreatives Hobby. Also wenn Sie ein Hobby zum Beruf machen, sollen Sie dann trotzdem nur ein anderes Hobby, um jetzt von diesem neuen Berufsfeld auch mal auch wegzukommen, den Kopf frei zu bekommen. Und nehmen Sie sich mehr Zeit für sich und für die Leute, die Ihnen wichtig sind, also auch für die Familie. Ja. Punkt 7, Entwicklungsmöglichkeiten und Absicherung. Das Unternehmen, der Unternehmenskurs muss man immer wieder neu bewerten. Wo geht die Richtung hin? Marktveränderungen frühzeitig erkennen. Expansion anstreben, dass man auch weiterkommt, Optimierungsmöglichkeiten im Auge behalten und Zeitfresser eben vermeiden. Fortbildungen nach Möglichkeit besuchen oder sich selber aktiv fortbilden. Die Absicherung ist noch wichtig, realistische Bewertung des unternehmerischen Risikos. Wenn ich mir einen Arm brich, stehe ich blöd da erst einmal, kann ich mich da absichern, kann ich mich da versichern. Wie schaut das aus? Wenn meine Branche plötzlich am Bauch geht, wie ist das unternehmerische Risiko zu bewerten? Kann ich mich absichern für Krisenzeiten, also eigentlich auch durch finanzielle Mittel, wie wir es jetzt ja aktuell gerade sehen, okay, da können wir sehen, jetzt hat es viele Branchen getroffen. Sicherung der Fixkosten im mittel- und längerfristigen Krankheitsfall, das heißt, ich habe einen Unfall, nicht, ich bin einmal eine Woche krank und habe einen Krebs, sondern ich habe einen Unfall und liege 3 Monate im Krankenhaus, kann ich dann meine Mittel und meine mittelfristigen Fixkosten eben bestreiten. Gefahr der Unterversicherung vermeiden, insbesondere bei Rentenanspruch. Man kann sich schon mal unterversichern für 1-2 Jahre, aber auf Dauer ist das natürlich eine große Gefahr. Selbstausbeutung vermeiden. Der Arbeitgeber sagt, nach 6 Stunden muss man Pause machen, nach 11 Stunden muss man, man muss 11 Stunden zwischen den Arbeitstagen Pause haben. Man braucht 6 Wochen Erholungsurlaub. Das gilt aber nicht für den Selbstständigen. Da sagt der Gesetzgeber nichts, da darf man arbeiten, so viel man will. Deswegen muss man da auf sich selber aufpassen, dass man nicht irgendwann vom Stangelobe voll ist. Beurteilen Sie die eigene Work-Life-Balance als letzten Punkt des Vortrags. Stellen Sie sich diese Fragen, stehen Arbeits- und Privatleben miteinander im Einklang? Ich kann nicht DJ sein und in der Nacht 3-mal auflegen, wenn ich eine Familie mit 4 Kindern daheim habe und dann den ganzen Tag schlafen muss am Wochenende. Das ist natürlich auch nicht ideal. Kann ich die Arbeit vom Privaten trennen, also das Work-Life-Blending, oder ist das alles mittlerweile kreuz und quer? Ich schreibe um 10 Uhr in der Nacht noch beim Zähneputzen E-Mail. Das ist auch eine große Gefahr. Arbeite ich vielleicht dauerhaft zu viel? Also
Man kann schon mal ein paar Jahre durchziehen, besonders in jungen Jahren, aber irgendwann muss man natürlich auch sehen, dass das Leben auch weitergeht und das nicht hinten anstehen darf, weil man einfach zu viel Zeit in die Arbeit investiert. Passt der Job zu meinem Leben? Also passt dieses Hobby, das ich zum Beruf gemacht habe, das vor 10 Jahren noch passt hat, passt es immer noch gut zu mir? Oder habe ich mich verändert? Haben sich meine Lebensumstände verändert? Da muss man vielleicht auch irgendwelche Dinge verändern oder optimieren oder anders machen. Achte ich genug auf mich selbst? Das ist nochmal ganz wichtig. Da haben wir gerade gehabt, aber ich nenne es nochmal, weil das sehr, sehr wichtig ist. Wenn Sie selber nicht mehr funktionieren, wird auch Ihr Unternehmen nicht mehr funktionieren. Und habe ich mir das ursprünglich so vorgestellt, diese Frage immer wieder stellen, wollte ich das so, war das das, wo ich hin wollte? Und wenn nicht, wie kann ich denn wieder näher durchkommen, wo ich ursprünglich mit meinem Hobby angelangen wollte? Ja, also abschließend, packen Sie es an, haben Sie Vertrauen zu sich selbst, motivieren Sie sich selbst. Immer wieder haben Sie auch Mut, Dinge zu wagen, wo andere sagen, ah, das schaffst du eh nicht. Glauben Sie an Ihnen. Bleiben Sie auch cool, wenn einmal was nicht so läuft. Nicht gleich durchdrehen, einfach locker bleiben. Legen Sie sofort los. Nicht morgen, nicht übermorgen, gleich, jetzt, heute. Erfolg hat 3 Buchstaben. Finde ich ganz schön. Vielleicht wissen es manche der Zuschauer. T-U-N, tun. Einfach machen, jetzt und es anpacken. Der Pfeil nach oben, das muss die Richtung sein, in der die Sache immer geht. Ansonsten auch nicht davor Angst haben, zu sagen, jetzt ist schon wieder ein Hobby, ich mache es einfach gern, das war nicht der richtige Weg für mich. Ist auch kein Problem, wie gesagt, das ist branchenabhängig, das ist zeitabhängig, das ist von der einzelnen Person abhängig. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Erfolg. Ich hoffe, Sie hatten eine interessante Stunde hier mit dem Vogelmeier, heute mal auf einer ganz anderen Ebene. Nicht lustig, sondern ich hoffe, etwas interessant. Wie gesagt, ich habe keinen Anspruch hier auf Vollständigkeit. Es war ein grober Überblick, besonders auch aus meiner Erfahrung, aus meiner Sicht, wie es ist, ein Hobby zum Beruf zu machen. Ist auch keine Rechtsverbindlichkeit hier zu sehen. Ich habe einfach mal alles zusammengetragen, was meiner Meinung nach wichtig ist, was man hier braucht an Werkzeugen und an Informationen, wenn man hier eben entsprechend loslegen will. Ich sage herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, dass ihr die Stunde mit dabei wart. Bleiben Sie gesund und die Schulungsunterlagen sende ich, wie gesagt, sehr gerne zu, von dem Vortrag das Hobby zum Beruf machen. Einfach an info@vogelmeier.de. Auch über die VHS wird man es beziehen können. Ich schicke es dem lieben Uli später dann noch zu. Oder mir eine E-Mail schreiben, dann sende ich das ganz unkompliziert als PDF zu. Und ihr könnt euch das zu Hause nochmal in Ruhe anschauen. Und hier nochmal unten zu sehen, die beiden Quellen, die ich hauptsächlich benutzt habe, neben natürlich meiner eigenen Erfahrung, die ich hier mit einfließen habe lassen, die karrierebibel.de und fürgründer.de, die auch dann nochmal speziell reingehen oder mit denen man sich tatsächlich dann in Verbindung setzen kann, um hier noch eine individuelle Beratung eben stattfinden zu lassen. Das war's von mir, vom Vogelmeier, wie gesagt, viel Erfolg beim Projekt. Ich hoffe, ich konnte euch motivieren und dazu bewegen, vielleicht die Sache jetzt wirklich mal anzupacken. Dankeschön. Ja, dankeschön, lieber Thomas. Ich habe jetzt die Freigabe beendet, damit man uns dann auch wieder groß sieht. Genau, jetzt hast du was zum Trinken verdient. Du hast da fast auf die Minute genau 1 Stunde, also wenn es den Timer nebenbei laufen gehabt hast, aber das ist vielleicht auch einfach aus deiner Selbstständigkeit heraus, dass man schauen muss und muss fokussiert sein. Man muss ja wirklich schauen, dass man, denke ich, dass man Termine erhöht, dass man sich selber auch Zeiten setzt, weil sonst ufert es aus. Du hast es irgendwann gesagt, mit der Selbstausbeutung, das ist natürlich gefährlich, denke ich. Ne? In der Selbstständigkeit. Das sind Dinge, die man einfach wirklich auch betrachten muss bei der ganzen Euphorie, wenn man sagt, jetzt mache ich das, aber man muss ja sehen, wenn man das wirklich macht, dann ist man halt nach ein paar Monaten, Jahren an einem Punkt, wo das halt einfach läuft und man muss. Und da haben halt auch viele Fallstricke und Gefahren mit dabei, über die manche drüber stolpern und halt von der eigenen Persönlichkeit her überhaupt nicht damit klarkommen und dann plötzlich unter einen Druck geraten und eigentlich früher schon das Leben gehabt haben. Und das muss man sich halt wirklich auch die Frage stellen. Und deswegen halt ich persönlich immer nur die Vorgehensweise Hobby zum Beruf machen, ja, aber das neben dem Beruf parallel laufen lassen und sich das mal anschauen und immer wieder die Möglichkeit haben, mittel- und langfristig wieder Anteile hier zuzugeben oder wegzunehmen. Das ist eine sinnvolle Geschichte, glaube ich.
Das glaube ich auch schon versicherungstechnisch möglicherweise, ne? Weil wenn du so viel arbeitest, dass du zumindest noch gesetzlich versichert bist, ist ja auch schon mal ein Vorteil. Genau, ich kenne das auch, ich kenne das vor allem von meinen Söhnen, der fotografiert ja gern, der filmt gern, der darf da auch sein Hobby gerne mal zum Beruf machen, wo ich auch sage, jetzt lernst erst einmal einen Beruf und schaust, wie es sich da, und dann kann man immer noch schauen, ob man das mit einer Teilzeit oder wie auch immer mal. Genau, das ist auch sehr wichtig für junge Leute, also ich halt da oft so sich eine, ich stelle meinen Musikkabarettistenberuf auch gerne in Schulen vor und habe da auch schon dort Vorträge gehalten und die wollen dann alle, wenn du fragst, wo ein Drittel von den Jungs, wo ich Gangster-Rapper werden. Und da muss man jetzt sagen, liebe Leute, bleibt so an einem Hobby, macht Hip-Hop-Musik mit den Freunden, hey, das ist ja nicht mehr so schwierig am Computer mit dem Mikrofon, das kann man machen, bleibt dahinter, glaubt es an euch. Wirklich da die motivieren, aber auch zum sagen, macht jetzt mal eine Ausbildung und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Weil wenn man irgendwas in der Hand hat, das ist einfach für junge Menschen auch ganz wichtig, weil es hört dann nach der Schule nicht auf, sondern so eine Ausbildung, die macht halt die Leute auch noch ein wenig rund und lässt sie halt zum erwachsenen Individuum dann heranreifen. Ja, wie du ja schon gesagt hast, du weißt ja nicht, wie lange wir es machen können. Mir haben die Beispiele recht gut gefallen. Sportler oder irgendwas, irgendwann bist du vielleicht einmal nicht mehr so fit oder irgendwas. Dann ist die Frage, hat man so viel verdient, dass man schon sozusagen in Ruhestand gehen kann? Oder muss ich vielleicht schauen, ich brauche einen Plan B, dass ich sage, ich stehe nicht am Schlauch. Ja, es gibt ja viele. Du hast auch Familie, du hast Kind. Irgendwo muss man die auch absichern letztendlich. Ne? Genau. Nein, viele machen das im Beruf oder so Profisport, die tatsächlich irgendwie noch versuchen, ein Abitur fertig zu machen, so mit nebenbei irgendwie so mit Privatlehrer oder so und wenig, nur so erfolgreich sein im Sport, weil die natürlich auch wissen, irgendwann ist die Sportlerkarriere vorbei oder schauen, dass dann irgendwo mal Ausbildung machen können oder sowas im dualen System oder im ganz, ganz speziellen Fall, dass man halt die Berufsschule dann in so Blöcken abarbeitet oder so, aber dass die irgendwo in der Hand haben, wo man dann vielleicht, weil in meiner Generation werden wir bis 70 arbeiten müssen. Also das haben bei mir jetzt auch noch gute 30 Jahre und da muss man schauen, weil in meinem Fall, der lustige Kabarettist, vielleicht will ich irgendwann einfach keine mehr singen, weil sie sagen, der Vogelmeier, der alte Depp, den will man gar nicht mehr anschauen, das haben wir schon so oft gehört und dann stehst du halt da und dann musst du halt auch irgendwas machen und dann ist es halt nicht schlecht, wenn man da nicht irgendwo einen Hilfsarbeiterjob macht, sondern vielleicht wirklich dort zurück kann, wo man das ursprünglich auch mal gelernt hat und dann vielleicht auch schnell wieder drin ist in dem Beruf. Wo man dann auch noch trotzdem noch ein bisschen Spaß hat, ne? Das ist dann, genau. Das war natürlich der Traum von allem dann. Ja, Thomas, vielen Dank. Ich habe jetzt geschaut, also im Chat hat sich nichts getan. Die Zuschauer sind zwar stabil dabei geblieben, das ist immer ein gutes Zeichen, aber anscheinend hast du es alles so gut erklärt, dass keine Fragen mehr gekommen sind. Es wollte auch niemand konkret Hobby vorstellen, das er gern zum Beruf machen möchte. Okay. In der Hinsicht, denke ich, müsste man es jetzt auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Ich sage dir vielen, vielen Dank. Ja, ich sage danke. Bleib der Geschichte auch treu. Wer einen Vogelmeier hören möchte, der braucht bloß in der VHS Straubing anrufen. Er hat uns die Warte-Melodie zum Beispiel auch komponiert und eingespielt. Er sorgt immer wieder für Erheiterung. Manche sagen, hey, jetzt habe ich es nicht ganz bis zu Ende gehört. Bitte noch mehr auflegen, so ungefähr. Ich möchte es doch bitte mal bis zu Ende hören. Also du bist da sehr, sehr vielfältig. Das weiß ich. Ich schätze das auch, aber wir da auch gut zusammen. Und freue mich auch drauf, wenn du wieder Präsenzkurse bei uns halten darfst oder wenn wir dich irgendwann auch wieder mal dann auf der Bühne erleben darf. Und wer dich ja als Liedermacher erleben will, du warst ja vor, wie lange ist es jetzt, es ist auch schon wieder ein paar Wochen her, live in unserem Wohnzimmer mit deinem Konzert, auch das kann man noch hier in YouTube dann in der Mediathek sozusagen noch nachschauen, wenn es jemand interessiert, wie du dann auch auf der Bühne auftrittst, kann ja auch für jemanden interessant sein. Ja, also nochmal vielen Dank, auch für alle, die jetzt dabei waren oder die sich später dann noch in der Mediathek anschauen. Was man derzeit sagt, bleibt gesund, das ist am wichtigsten und vielleicht hört man sich ja bei einer Gelegenheit mal wieder. Alles klar. Bitte.